So, ich schätze mal, allzu lange dürfte die Folge jetzt auch nicht mehr gehen. Er frisst immer noch seine Well, this Oreo-Kekse is da. my favorite assassin sisters. Well, that'd be a pretty rad band name. Hey, Peter. Give me one second. I'll meet you in my room. Sure. Quill. Thank you for talking to Nebula. It means a lot to have her here. It gives me hope. What are you... Okay. Okay, machen wir einfach mit. Ow! Hey! What? Was that a dagger? Was it... What, you got a throwing star? There? Whatever, you got something pokey on your hip. I do not usually hug. You're a good friend, Peter. Ach, fällt dir das auch langsam mal auf? Hey, Pete. I threw some mean words your way back there, and I wanted to apologize, you know. So, yeah. Sorry about that. Hey, don't even worry about it, man. Best friends forever? Yeah, at least until death. It's close enough. Ich find's irgendwie niedlich. tanzen. Schrei nicht so. And also such sadness. You are a very nostalgic person. Okay, was ist jetzt los? Hey, whoa, what's the matter? Why are you crying? Why am I crying? You're a little box. It brings you so much sorrow. Er schüttelt auch nur den Kopf da unten. I'm sorry for that. Sometimes emotions overwhelm me and reflect back onto others. Yeah, that's cool. I'm cool. I'm cool. Okay. Everyone on this ship is so poisoned by their feelings, overly focused on the past. Not living here, in the now. Experiencing all the wonderful things around you. Well, it's hard to let go of the past. It makes you who you are. I can see that. But I don't want to be defined by what came before. Everyone should be able to correct the course they're on. Thank you for letting me listen to your music. It made me feel better and worse at the same time. I loved it. Ich finde sie irgendwie goldig. Ich glaube, goldig ist das passendste Wort für sie. So schön, so eine naive Liebenswürdigkeit strahlt sie aus. Das finde ich irgendwie total niedlich. Okay, wir... Codex? Nee, ich glaube, das ist bloß diese Computereintragungsgeschichten damit. Charakterprofilen und so ein Kram, das brauchen wir nicht. Hey, Mantis. Can you direct me to that magic shrine thing now? Of course. But it is a long way and I must concentrate completely. There can be no distraction. Okay. Distractions. I'll see what I can do. Okay, die zoffen sich da wieder alle wie die Blöden. Und ich muss sie wieder beruhigen, damit sie den Weg herausfinden kann. Ich finde den Song geil. Und sie offenbar auch. Sorgen wir da hinten mal ein bisschen für emotionale Ausgeglichenheit. Der Blick.
Okay. Dann sollen sie es halt sportlich klären. Das Grinsen zeigt eigentlich schon alles. War ihm die Dieter Bohlen Gedächtnisfaust oder Gedenkfaust. Okay. Was ist da los? Ich glaube kaum, dass sie das wirklich freiwillig macht da draußen. Die sind immer noch... Das mit dem Auge war so geil. Das Zucken. Hammer. Genau mein Humor. Ich liebe es. Ich komme über das mit dem zuckenden Auge gerade nicht hinweg. Sowas finde ich ja wohl total geil. Rubino, unbekannt. So, da werden wir wahrscheinlich jetzt das Ziel so halbwegs erreicht haben. Würde ich mal pauschal behaupten jetzt. The entrance to the shrine. Gruselige große Tür. Das kann jetzt eigentlich gar nichts Gutes bedeuten. Das bedeutet nie was Gutes. This is it. Yay, another temple. Sehe ich genauso. The Kree were not only skilled warriors. You can find great symbolism in much of their architecture. Yeah, they like pretty things. We get it. Now what, Pete? Mantis? Any pointers? It appears the forge goes there, on the altar. Na dann. Wie gesagt, meine Entscheidung habe ich eigentlich schon getroffen. So ein mächtiges Ding muss zerstört werden. Okay. Warum erinnert mich das jetzt auf beunruhigende Art und Weise an Indiana Jones? Okay. Much better. It's not working. Relic in place. Check. Must be something else to it. Hey guys, have a look around. See if you can find anything that looks off. I am Groot. Okay. Of course something's wrong, because we're in a freaking Kree temple, where everything is always more complicated than it needs to be. I mean, ain't they ever heard of an on switch? Ich habe einen Verdacht. Ich muss wahrscheinlich den Strahl da oben noch raufrichten auf das Artefakt. Oder auf dieses Teil.
das tun wir jetzt einfach auch mal. Ey, warum kann ich denn hier nicht nach oben fliegen? Jetzt. So, ich gucke mal, ob sich mein Verdacht bestätigt. Hallo? Wo ist die? Ach, da ist die Figur. ausrichten. Ach nee, nach unten. Ah. Oder auch nicht. No, you were saying? Rocket sagt Groot, dass ich Hilfe brauche. Okay. Hey Rocket, tell Groot I need some help with the lens thingy. Okay, okay. I am Groot. I am Groot. Habe ich das nicht gefickt eingeschädelt? Yeah, good job, buddy. That forge is gonna be resurrected in no time. I am Groot. He says you might destroy it. That he hopes you do. Is that really what he said? Ich werde die auch zerstören. Something tells me it's not gonna be easy. Ich hab's doch gesagt, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. So viel Macht sollte keiner nutzen können. Okay, hier war doch bestimmt irgendwo noch eine zweite Figur. Ah. Oh, okay. Mit der Betonung auf wahr. Okay, let's see. This big guy used to stand here, holding up that giant whatever it is thingy. Then things go bad. Age sets in. Oh no, I dropped it. Ah. So where did it go? Drücke Erd. Ach so, das ist dieser Zeitscanner-Dingens. There it goes. Okay. Einmal da so lang. Irgendwo bei Drax war das gerade. Hier ist Drax. Ah. Ich quatsch die jetzt nicht an. Hey! It is a hologram. You are so stupid. Shut up. I knew that. Naja, wenn so ein Ding auf mich zurollt und ich im ersten Moment nicht so wirklich sehe, was das ist, dann kriege ich auch einen Schreck. Also mit dumm hat das nichts zu tun. Aha. What now, Celestial One? Gut. Säule hochheben. Oh, ganz schlecht. Oh, come on. Stupid jet boots overheated. Finde einen Guardian, der dir helfen kann. Na, Drax? Müsste doch gehen, oder? Drax, I need your muscles. You cannot have them. They are attached to me. No, I know they... Oh, ist der doof. I need your help. I've got to lift something very heavy. Ah, I see. You are weak. I will help you. Sein Taktgefühl ist bemerkenswert. Can't quite reach. Schlecht. Hey Rocket. I need you to grab that lens. Getting crushed to death ain't on my list of to-dos, Pete. I'm sure if you just reach really hard, you could get it. Maybe dislocated your shoulder or something? I cannot fail.
Please, Rocket, I need you. Ah, all right. When I get smushed, I better be first in line for some resurrection. Ja, okay. Das hätten wir mal vorher wissen sollen. Here. Thanks. Interesting. Stop. Und wie kriegen wir das Ding da hoch? But there is still no statue upon which to set it. I would have gotten the lens, guys. I was just, you know, working up to it. We just gotta, you know, work together. Oh, you mean like a team? What a novel idea. Yes, teamwork often brings good feelings. Perhaps we are doing it wrong then. Okay, listen up. I need everyone over here. Nope, not gonna happen.